30 Jahre Super Mario bedeutet für mich 30 Fakten zu Super Mario. Also, dann würde ich sagen, los geht's. Das europäische Super Mario Bros. 2 ist das eigentliche japanische Doki Doki Panic, nur mit Mario-Figuren. Das originale Super Mario Bros. 2 aus Japan ist bei uns The Lost Levels. Das Design von Mario entstand daher, dass die Grafik 1981 noch sehr eingeschränkt war. Deshalb trägt er die Latzhose, damit man die Laufbewegungen besser erkennen kann. Er hat einen Schnurrbart, damit man den Mund nicht designen musste. Und eine Mütze verhinderte komplizierte Frisuren. In Marios erstem Spiel hieß er Jumpman und war anstatt Klempner Zimmermann. Der Synchronsprecher von Mario ist Charles Martinet, der unter anderem auch Wario, Luigi und Waluigi spricht. In so gut wie allen Mario-Teilen ist Mario der Held. Nur in Donkey Kong Jr. war er der Bösewicht. Super Mario Bros. Ist mit 295 Millionen Verkäufen die erfolgreichste Videospielserie der Welt. Der finale Endgegner aus Super Mario Land, Tatanga, ist in Super Mario Land 2 einer Maler-Boss in der Space Zone. Der flinke Hase aus Super Mario 64 heißt Mips. Dies ist eine Anspielung an den Mikroprozessor vom N64. Diese hörten nämlich auf den Namen Mips. In ersten Konzeptzeichnungen von Super Mario Bros. War Mario mit einer Art Jetpack ausgerüstet und hatte eine Schusswaffe in der Hand. In der Spielanleitung von Super Mario Land 2 erfährt man, dass Mario und Wario gemeinsam ihre Kindheit verbracht hatten und Wario schon immer Mario nicht mochte, weil er erfolgreicher war als er selbst. In New Super Mario Bros. 2 sind die Reznors, also die Nashörner in den Türmen, auch zu zweit sowie auf zwei verschiedenen Rädern anzutreffen. In Super Mario World, wo sie ihren ersten Auftritt hatten, standen sie stets zu viert, immer auf einem einzigen Rad. In New Super Mario Bros. Für den DS wird Bowser bis auf die Knochen verbrannt. In Super Mario 64 kann er jedoch wieder aus der Lava herausspringen. Der Umriss eines Teils der dritten Oberweltkarte aus Super Mario Bros. 3 entspricht jenem vom Japan. Und dort, wo das Schloss steht, ist das Nintendo-Hauptquartier in Kyoto. Super Mario 64 DS hieß während der Entwicklung Super Mario 64x4 und legte den Fokus auf den Vierspieler-Modus. Auf frühen Screenshots sah man Mario, Luigi, Wario und Yoshi im Kampf gegen Bowser. Im fertigen Spiel konnte man dann aber lediglich gegeneinander Sterne jagen. Die Doppelkirsche aus Super Mario 3D World kam durch einen Programmierungsfehler zustande. Es wurden nämlich versehentlich zwei Marios an einem Testlevel platziert. Dieser Fehler stellte sich als spaßig heraus, woraufhin daraus ein Item wurde. Koji Kondo ist für die Musikstücke aus der Mario-Serie verantwortlich. Außerdem machte er auch die The Legend of Zelda-Themes. Obwohl Super Mario Land nicht unter Leitung von Shigeru Miyamoto entwickelt wurde, verkaufte es sich 18 Millionen Mal. Der Powerstern ist das erste Item, das von Anfang an Augen hatte. Danach bekamen alle anderen Power-Ups, außer ein paar Ausnahmen, auch Augen. Eigentlich sollte für den gefloppten Virtual Boy auch ein Super Mario Land-Ableger erscheinen. Dieses Spiel kam dann aber nie heraus. Zum Glück. Wenn man es mit Hilfe eines Glitches bei Super Mario Bros. Schafft, über die Fahnenstange zu springen und dann weiterläuft, wird nichts mehr passieren und man ist im Level gefangen. Dann muss man wohl warten, bis die Zeit abläuft oder das Spiel resetten. In Super Mario Bros. Und Super Mario Bros. The Lost Levels haben die Büsche die gleiche Textur wie die Wolken, nur in grün. Mario trifft die Blöcke nicht mit dem Kopf. Wenn man genau hinsieht, trifft er sie mit seiner Faust. In New Super Mario Bros. Wii sollte es eigentlich ein Hühner-Power-Up geben.
Warum dieses es dann aber letztendlich doch nicht in das fertige Spiel geschafft hat, ist unklar. Gerüchten zufolge wurde aus dem Item der bekannte Pinguinabzug. Das Arcade-Spiel Donkey Kong sollte eigentlich ein Popeye-Spiel werden. Doch da Nintendo die Rechte an Popeye verlor, wurde aus Popeye Mario, aus Olivia Pauline und aus Brutus Donkey Kong. In den ersten Mario-Spielen hatte Mario eine rote Latzhose und einen blauen Pullover. Erst ab Super Mario Bros. 3 hatte Mario eine blaue Latzhose und einen roten Pullover. Laut Miyamoto sollte Bowser eigentlich ein Ochse sein. Der Grafiker hat die Skizze von ihm aber als Schildkröte gesehen. Yoshi sollte es eigentlich schon auf dem NES geben, aber die technische Einschränkung der Konsole machte dies leider nicht möglich. Der bekannte One-Up-Trick mit dem Koopa-Panzer aus Super Mario Bros. War kein Fehler im Spiel, sondern Absicht. Mario und Luigi kommen offiziell aus Brooklyn. Das waren meine 30 Fakten zu Super Mario. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Leute, bis dann!